Ah ja, so, Chain kostet ja auch Geld. Ich habe damals beim Dörfler Richard an seinem 70. eine Flasche Sekt geschenkt. Ich habe es damals so im Magen gehabt, ich konnte nichts essen und nichts trinken. Und kannst du nicht oben sagen, gib mir den Sekt wieder mit heim. Heute oben hat man sich jetzt keine beim Essen hinsitzen, wo man gewollt hat. Ne? Hast auch keine stehen bleiben. Ja gut, hat nur einen Kaffee trinken, hat der mit dem geschwätzt und der mit dem und wie so geht. Ne? War ich mal kurz neben dem Emil gesetzt. Und er sagte, er hätte vor 14 Tagen hätte er da so einen Gehörsturz gehabt. Ne? Hätte jetzt da das Pfeife im Ohr. Sagte, das jetzt ständig permanent Pfeife. Wie hat er gesagt, gibt es so einen ärztlichen Ausdruck, Trinidad. Ach, siehst du, jetzt habe ich der Emil gar nicht gefreut wegen ihrem 75. Ach so, jetzt passen wir auf. 75 und 65 sind, naja, 140. Da wäre der Emil 140. Also, entweder wäre es die Feuerwehr oder der Emil nicht, wie alt er ist. Ne? Heute Mittag haben beim Kaffeetrinken die Kuchen auf so Tische gestanden. Da war eine Frau, die ist um die Kuchen herum geschlich. Hast du gemeint, es wäre Gift? Sagt sie, sie wird nur durch das Vollwert-Küchezeug essen. Das wäre so gesund. Ah, ich sag, aha. Jo, was hast du gesagt, was da drin wäre? Roggenmehl und Hirseflocke. Ingwer. Meersalz und Weizenschrott. Und süße Deze mit Honig. Hab ich gesagt, da fehlt dir nur noch die Zündschnur. Sagt sie, ja, sie wäre mit ihrem Mann schon so gestraft. Der Herr Zucker. Die hat ausgesehen wie das Zeug, wo sie ist. So lange verfusselte Haar. Da oben hat sie so, soll ich sagen, vier Schal war es zu groß und vier Teppich zu klein. Ich bin so gehäkelt auf Hetze. Dann so langer, bunter Rock. Und dann, jetzt pass auf. Sandale mit Socke. Ich wollte noch sagen, stell du dich immer neben der Käsekuchen. Sagte der junge Mann, der wo heute Morgen in der Kirche Geige gespielt hat, das ist mein Sohn. Der wäre auf der Walddorfschule. Na, ich gesagt, da müsst ihr ja im Rufing Franz sein Sohn kennen, weil der ist auch behindert. Thank you.
wohl früher das Baugebiet war. Das haben sie dann als Baugebiet umgebaut. Das war schon 30 Jahre her. Da war ja diese Geflügelzucht, vier Eier. Und weiter oberhalb steht ja noch das alte Schulgebäude. Und dort waren anfangs der 80er Jahre waren da Asylante drin. Es war aber Käfighaltung. Also, die Geflügelzucht. Der Scherer Werner, der hat ja damals noch das Haushaltswarengeschäft gehabt. Sah da, wie die Asylante kommen sind, hätte er anfangs in der Woche als über 10 Messere verkauft. Also an die Einheimische. Jo, er sagt, an den Nähe habe ich noch keinen Penning verdient. Sollte die kommen nur daher und holen. Wie die Zigeuner. Schiebe alles auf die Vergangenheit und die Vertreibung. Obwohl Zigeuner darf man ja nicht mehr sagen. Ich sage jetzt immer statt Zigeuner, Zigauner. wie nennen die sich? Roma? Ne? Dürfen alte Campingplatz in der Welt. Ne? Die wollen aber weiterziehen. Oder müssen weiterziehen. Hauptsache, sie ziehen weiter. Ne? Ich habe vor ein paar Tagen den Meierkurt getroffen. Dann habe ich gesagt, sind die Roma schon fort? Sagte Heinz, das kann ich dir nicht sagen. Sagte, ich kann dir nur sagen, dass unserem Jessica sein Fahrrad war das. Will ich jetzt, was ich meine? Um jetzt auf die Anna Sachter noch einmal zurückzukommen. Da haben sich ja damals die Anwohner, die da unmittelbar gewohnt haben, haben sich beschwert wegen der Geruchsbelästigung. Also von der Geflügelzucht. Ne? Und da ist die ja dann dort weggekommen. Ne? Und dort soll jetzt, deswegen komme ich da drauf, dort soll jetzt ein Heim hin für körperlich und geistig behinderte Kinder. Also wird umgebaut. Ne? Und das ist ja, kann ich sagen, jetzt nicht Stadtmitte, aber Mitte in der Stadt. War auch wieder so eine politische Entscheidung vom Stadtrat. Die eine hat so gesagt, die andere hat so gesagt. Und so kommt es jetzt auch. Wie haben sie gesagt, man müsst Behinderte integrieren. Also, kann man ja. Man kann sich ja unter sich integrieren. Aber nicht in die Öffentlichkeit. Ja, man muss das auch mal weiterdenken. Da kommen bestimmt mal Spielplätze hin, wo vielleicht auch mal gesunde Kinder spielen. Wollte sie, dass ihr Kind mit so einem körperlich und geistig behinderten Kind spielt? Es ist nicht ansteckend, aber muss nicht sein. Natürlich müsse die in der Hinsicht betreut werden, kann ich die ja nicht auf sich stellen, aber nicht mitten im Ort. Immer so Sprüche daher. Man müsst auf Minderheiten mehr Rücksicht nehmen. Ja, ich habe allmählich den Eindruck, dass die Minderheiten in die Überzahl sind.
Wenn du die hörst, die wären nur vertrieben, verfolgt und unterdrückt. Am meisten jammern immer noch die Indianer und die Frauen. Will ich Ihnen gerade was erzählen? Mir hat neulich einer gesagt, sei Frau tät daheim nicht jammern, im Gegenteil, das muss gemacht werden und so wird's gemacht und so und so. Na, ich sag, du musst aber, ja. Also, wenn du da nicht aufpasst, kannst du die Oberhand aber gleich abgeben. Ich sag, du musst ja nur aus dir hinausgehen und ihr die Meinung sagen. Nein, ein paar Tage später noch einmal getroffen. Ich sag, und? Hast du daheim mal ordentlich auf den Tisch geschlagen? Sagt er, nee, das hätte seine Frau gemacht. Und dann sagt er noch, Heinz, jetzt mal unter uns vier Aue. Sagt er, er tät das nicht gut finden, dass man Frauen nicht schlagen darf. Also er sagt, keine Schlägerei. Ne? Also, dass die zurückschlägt. Sagt er, nee, so weit käm's noch. Ne? Nee, er sagt so, dass er merkt, bis hierhin und. Ne? Bis hierhin und. Ne? Wie beim Hund, wenn man sagt, pfui. Ne? Sagt er, Heinz, die reizt mich als bis aufs Messer. Oh, ich sag, reich dich nicht auf. Heinz, bei mir ist es ein ganzer Besteckkaste. Ja, du herkommt der Ausdruck, ich schlage dir hinter die Löffel. Ne? Oder sie gibt den Löffel ab. Ne? Neulich hätte sie zu ihm gesagt, wenn du so weitermachst, der sie ausziehe. Und das muss er irgendwie falsch verstanden haben. Hat er gesagt, nackig, geh schon mal auf die Nerven. Es Hilde kommt auch als mit so Schnapsidee. Sagt, ihr Männer müsst mal die Kinder kriegen. Er sagt, noch trink ich mein Bier im Eckstübchen und nicht im Kreissaal. Ja, du musst daheim aufpassen, dass du, dass man sich in der Hierarchie dorthin stellt, wo oben drüber keiner mehr hinpasst. Sonst bist du schnell, sagt man dann. Du, wie heißt denn das, wenn daheim die Frau die Stellung bevorzugt? Materialismus oder ich weiß es nicht. Gibt es ja noch so einen neumodischen Ausdruck. Wie sagen sie denn immer? Masochismus. Ah. Sitzen Sie jetzt dort? Nee, wie sagen sie dann? Gütertrennung.